Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr diese sehr effiziente Bärenfarm baut. Los geht's! Was ihr dafür braucht, sind folgende Sachen. Einmal Schienen, dann angetriebene Schienen, eine Redstone-Fackel, ein Block, dazugehörige Stufen, Glas, Dirt, ein Hopper in Minecart, eine Kiste oder besser gesagt zwei Kisten, dazu Berries und einen Fuchs, den zeige ich jetzt hier mal durch ein Ei. So, dann fangen wir auch direkt mal an. Erstmal müssen wir drei Blöcke ausgraben. Und platzieren da zwei Kisten, eine Kiste rein, besser gesagt eine große. Dann packen wir den Hopper so drauf, dass er da drauf geht und in die Kiste leitet. Dann müssen wir hier einmal auf die einmal Schienen hier drauf platzieren. Einmal eins auch so im Kreuz. Und dann noch hier die Schienen, damit die einmal im Kreis sind. In die Mitte platzieren wir jetzt eine Redstone-Fackel, damit alle Energie bekommen. Packen den Minecart mit dem Hopper da drauf und schubsen den einmal an. Dann müsste der sich bewegen. So, dann haben wir den ersten Schritt fertig. Jetzt nehmen wir die Stufen und platzieren die einmal komplett drumherum hier. Also umkreisen das einmal ein bisschen. Ist falsch. So. So, dann müssen wir jetzt da drüber das Dirt platzieren. Das machen wir auch direkt mal. So. Können wir das wegmachen. Jetzt können wir hier auch noch die nächsten Stufen platzieren. So. Diesmal andersrum. Das ist jetzt nur fürs Optische, da könnte man theoretisch auch normale Blöcke nehmen. Ich mache es jetzt halt mit den Stufen, damit es einfach besser aussieht. So, das Minecart ist jetzt unten am Aufsammeln. Und jetzt müssen wir die Beeren hier platzieren. So, die platzieren wir jetzt hier auf den neuen Feldern. Ihr könntet das auch größer machen. Also größer bauen, dann wird die Farm halt größer und effizienter. Aber in dem Fall, eigentlich reicht die Größe auf jeden Fall. Für die Menge an Beeren, die man bekommt, ist das auf jeden Fall schon ordentlich. Jetzt bauen wir drei Blöcke hoch. Ich sag mal Säulen. Zack, einmal drumherum. Und platzieren jetzt hier Glas überall. Machen das komplett voll. Muss man nicht so hoch machen. Ich finde es optisch dann besser, wenn das ein bisschen höher ist. Damit man da auch ein bisschen reingucken kann. So. Hier oben machen wir auch mit Glas zu, weil als ich das komplett zugemacht habe, dann sind die Füchse, die wir jetzt gleich reinpacken, eingeschlafen unten und haben nicht gesammelt. Es kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwie im Survival-Modus anders ist, aber ja, ich würde es auf jeden Fall jetzt so empfehlen erstmal. Und ja, dann müsste man im Survival-Modus jetzt natürlich die Füchse fangen. Ich werde jetzt einmal hier rein spawnen. Ich lege mir einfach mal 4-5 Stück rein, zack. Die werden da jetzt, ihr seht schon, die gehen da durch die Felder und sammeln da die Beeren ein. Halten die im Maul einen Moment lang und dann lassen die irgendwann fallen. Und dann fällt die es durch den Dirt hier unten in die Kiste. Jetzt ist noch keine drin. Die haben die noch im Mund, jetzt haben die welche fallen lassen. Und zack, dann seht ihr, die lassen die Beeren fallen. Das Weed ist jetzt nur drin, weil wir gerade gespawnt haben. Da haben die manchmal schon was im Mund. Aber ja, dann, wenn ihr das jetzt ein bisschen stehen lasst, kriegt ihr die Kiste ziemlich schnell voll. Und so funktioniert die automatische Beerenfarm. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Das Loch können wir hier oben natürlich noch schließen. Und ja, das war es auch schon. Hier haben wir jetzt schon 7 Beeren. Gut, wir haben ein paar mehr Füchse und die Wachstumsgeschwindigkeit ein bisschen erhöht. Aber ja, im Endeffekt relativ simpel und sehr effizient. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.